Heute teste ich endlich mit euch die Spring Edition von Red Bull in dem Waldbeergeschmack. Was auch immer Waldbär heißt, das ist ja eigentlich kein eigener Begriff, sondern es gibt viele Bären im Wald, Brombeeren, Himbeeren, Blaubeeren und weiß der Herrgott nicht noch alles. Und ich bin mal gespannt, wie dieser hier schmeckt. Er ist auf jeden Fall zur Abwechslung mal zuckerfrei, was ich wirklich richtig gut finde. Und Mädel wie ich findet natürlich das Pink auch wahnsinnig toll. Deshalb bin ich ganz gespannt, wie der so schmeckt. Ich habe ja echt lange drauf gewartet, den gibt es schon länger, aber bei uns im Geschäft ist er nie da gewesen und heute habe ich ihn bekommen. Deshalb kriegt ihr auch direkt den Test serviert. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem Testvideo. Und zwar starten wir mal direkt in die Großaufnahme. Einmal die Spring Edition Sugar Free Waldbeere von Red Bull in der Großaufnahme. Das ist halt die Frühlingsedition. Die gibt es, glaube ich, auch schon seit 2 Wochen oder so. Nur bei uns im Laden gab es die nicht. Und für alle Mädels hier kommt schon. Also Pink ist schon geil bei so einer Dose. Gefällt mir echt richtig gut. Energy Drink belebt Körper, belebt Geist und Körper. Ja gut, wir schauen mal. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Also der enthält so nichts. 2 Kalorien. Mit Vitamin B6, Niacin zur Verringerung der Müdigkeit und Ermüdung sowie einen normalen Energiestoffwechsel bei. Na dann, alles klar. Also an Süßstoff ist drin Sucralose und Acesulfam K. Das ist in den meisten tatsächlich drin. Ja, und jetzt machen wir das Schätzchen mal auf. Ich bin ganz gespannt. Glas haben wir schon. Blauer Aufzieher, finde ich auch richtig schick. Ich klopfe einfach gerne, auch wenn man das nicht muss. Und jetzt hören wir uns Klick und Zisch an. Ach, herrlich. Ah, perfekt. Passend zur Dose, ihr Lieben. In Pink. Das gefällt mir wirklich, wirklich richtig gut. Ist schon mehr so ein Rot. Ich denke mal, wird vielleicht Himbeere und Brombeere-Rote drinne sein. Also das Aroma davon, weil von den Beeren ist da ja tatsächlich nichts drin. Aber wir werden es jetzt testen. Ich bin total gespannt. Los geht's. Ja, und jetzt testen wir es auch endlich, nachdem ich glaube, ich musste 2 Wochen drauf warten, die Dosen zu bekommen, weil es die bei uns einfach nicht gab. Irgendwelche Lieferprobleme oder was weiß ich. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, die jetzt auch für euch testen zu können. Aber erstmal wird geschnuppert. Oh ja, sehr beerig. Ob das jetzt waldbeerig ist, kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, das sind ja verschiedene Beeren, die im Wald wachsen. Ich würde so auf himbeerig mehr tippen. Vielleicht auch so ein bisschen brombeerig. Und es riecht brausig. Aber ich bin ganz gespannt auf den Geschmack und deshalb wird jetzt probiert. Okay, also, ich kann euch sagen, ich finde es super lecker. Und es hat total was von Ahoi-Brause. So wie diese Himbeerbrause schmeckt das in etwa. Sehr süß, aber nicht in meinen Augen jetzt nicht zu süß, weil die Beeren eine gewisse Säure haben. Also ich finde es super.
Und bei Red Bull finde ich einfach gut, dass die Dosen so schön klein sind. Denn die kann man unterwegs einfach mal so wegzöppeln und muss die nicht unbedingt mit nach Hause nehmen. Da holt man sich vorne bei Rewe eine aus dem Kühlschrank, nimmt die mit und kann die dann auf dem Weg nach Hause oder was weiß ich wo schnabulieren. Also finde ich sehr empfehlenswert. Und das erinnert mich total an diesen Kindheitsgeschmack der Heubrause. Ist einfach so. Nur, dass es noch deutlich süßer ist. Aber in meinen Augen ist es gut aufeinander abgestimmt. Lecker. Die werde ich jetzt auf jeden Fall noch zu Ende trinken. Und habt ihr die denn schon probiert? Oder welches ist euer Lieblings-Red Bull? Ab damit in die Kommentare. Vielleicht teste ich den dann beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen, ihr Lieben. Dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Werdet, wenn ihr Lust habt, auch gerne bei mir Kanalmitglied. Damit könnt ihr mich wunderbar oder unterstützen. Oder lasst doch auch gerne mal ein Super Thanks oder so da. Alles zur Unterstützung. Und wenn ihr mich kostenfrei quasi unterstützen möchtet, dann benutzt einfach meinen Amazon-Link. Dann bekomme ich von Amazon eine kleine Provision, aber für euch bleibt der Preis gleich. So könnt ihr mich definitiv auch unterstützen. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dahin. Tschüss.